Nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan haben DorfbewohnerInnen damit begonnen, die vielen hundert Toten zu begraben. Der afghanischen Nachrichtenagentur Baghdad News zufolge starben mindestens 1000 Menschen. Das UN-Nothilfebüro hingegen sprach von mehr als 770 Todesopfern in den Provinzen Paktika und Khost. Internationale Hilfsorganisationen leisten Unterstützung. Sie befürchten auch langfristige Auswirkungen. Wir können humanitäre Nothilfe leisten, die kurzfristig hilft. Aber wir wollen nicht, dass die Menschen in 20 Jahren immer noch in Camps oder provisorischen Siedlungen leben. Viele wurden in der Nacht zu Mittwoch von dem Erdbeben der Stärke 6 überrascht oder unter Schutt begraben. Einige Betroffene verloren mehrere Familienmitglieder. Sie habe heute 4 Angehörige begraben, so diese Frau in Bamal. 12 Familienmitglieder sind verletzt. Ich bin hilflos. Ich habe keinen Cent mehr. Die Taliban-Regierung bat international um Hilfe. Schweres Gerät zum Aufräumen gibt es bisher kaum. Die Lage in Afghanistan ist ohnehin schwierig. 20 Millionen Menschen waren bereits vor dem Erdbeben auf humanitäre Hilfe angewiesen.